Hey Freunde, seid passend wieder zu einem weiteren Part von Detective Conan, die Mirapolis Ermittlung. Kein EN dahinter. Wir drücken A und B und setzen die Story fort mit dem dritten Akt, weil wir letztes Mal den zweiten beendet haben. Zusammenfassend, was passiert ist. Mr. Ogino ist gestorben, er wurde wohl umgebracht, schätze ich mal. Also Selbstmord könnte es ja auch noch sein, rein technisch gesehen. Obwohl er ein Hauptverdächtiger im Falle der ermordeten Mrs. Martova war. Ja, ich glaube, ich habe meinen Namen diesmal gemerkt. Und ja, es endet halt damit, dass wir festgestellt haben, dass wir halt ein paar Sachen über den Mord herausgefunden haben von Mr. Ogino. Ja. Akt 3. Also wenn das wirklich so aufgebaut ist wie in irgendwelchen Dramen, dann müsste es 5 Akte geben. Dann wäre das hier jetzt gerade der Höhepunkt des Geschehens. Was ist denn los? Ach, die Stromversorgung ist jetzt ausgefallen.回復まで、しばらくお待ちください。よくわかりませんが、中央制御室のコンピューターにトラブルがあり、主電源からの電気の供給がストップしてしまったようです。あ、でも大丈夫ですよ。予備の電源がありますから、真っ暗になってしまう心配はありません。ただ、ただ、動く遊歩道は主電源で動いていますから、今のところ お客様を島の外へ脱出させるのは不可能かと。ああ。遊歩道が動かなくても自分の足で歩けばいいんじゃねえのか。いいえ、それは不可能です。空気循環システムが停止している間、トンネルの中を歩くのは大変危険なので、今は自動的にシャッターが降りているはずです。なんですと？私たちこの島から出られないの？何？心配いりませんよ。 Moment, ich weiß doch, wo ein Boot ist. Das haben wir doch schon bestimmt zweimal oder so gesehen. だとしたらその目的は？そりゃやっぱり殺人やろな。停電の混乱に乗じて次の犯行に及ぼうとしておるんかもしれへんし、ターゲットをこの島に閉じ込めておくことが目的かもしれへん。いざとなったらゴムボートで島を脱出できると会社長は言っていたが、そのことを犯人が知っていたら？当然ボートを破壊するやろな。俺、ボート小屋へ行って様子を見てくる。ほな、俺は会社長の様子見てくるわ。 Okay, die Boote. Waren die nicht irgendwo unter dem ersten Stock drunter noch? Weiß ich nicht. Ja, die waren unterirdisch, ne? Praktisch. Oh, wir sind gerade im Anbau. Waren die im Anbau? Offenbar ja. Los, mach mal schneller. Dann nutzen wir eben ein Turbo-Skateboard, das extrem langsam ist momentan. Wie eigentlich immer. Ja, hier war das mit den Booten. Ich erinnere mich. Dieses hässliche Boot. Oh, das sind ausgepackt. Er hat die Gummiboote zerschnitten. Kein einziges ist mehr zu gebrauchen. Oh, das ist ja echt mies. Ach, jetzt auf einmal kommen wir da rein. Ich mache kurz etwas, was eh unnötig ist. Jetzt hört ihr gleich bestimmt einen Skype-Sound. Nein, doch nicht.
Ich dachte schon, dass jetzt den Sound von Skype wieder ausgeht. Der sieht aber lustig aus, diese Untergrundpassage. Man kann nach oben gucken. Ich glaube, das ist aus dem Meer, oder? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Toll. Da ist ein Gitter. Das heißt wieder zurück, ne? Ey, Moment. Karte. Wo muss ich jetzt hin? Das Bootshaus ist dicht. Wo ist denn die Stromversorgung? Ach ja, das funktioniert ja nicht. Wie hoch kommen wir denn im Anbau? Wenn sich das Ganze im Anbau befindet, ich weiß ja nicht. Und weiter hoch. Immer weiter hoch. Ja, hier bei der Lounge ist Ende. Ja. Nein, da ist auch noch eine Treppe zu sehen. Wo geht die hoch? Wann haben Seite? Interessant. Hier war die Spielehalle. Gut, dass man sich jetzt mal zurechtfindet. Ich habe gerade null Plan, wieso das auf einmal so langsam läuft. Da geht's noch weiter hoch, da geht's noch weiter hoch. Kontrollzentrale, ey, scheinen hier richtig zu sein. Guck mal, da sind noch zwei Typen. Verdammt, wegen der geschlossenen Schleuse der Kontrollzentrale können wir nicht hinein. Wenn der Strom wieder da wäre, würde sie sich öffnen. Da wir nicht in die Kontrollzentrale kommen, wenn man hineinkäme, was müsste er tun, um den Strom wieder anzuschalten? Ich glaube, dass er sich automatisch einschaltet, wenn Mr. Kay das Passwort sagt. Man kann also nichts machen, wenn Mr. Kay nicht hier ist. Ja genau, soll ich gehen und ihn holen? Vielleicht sollten wir noch versuchen, die Schleuse mit einem Werkzeug zu öffnen. Es ist sinnlos, Mr. Kay zu rufen, wenn wir nicht hinein können. Alles klar, dann sollten wir ein Werkzeug suchen. Ja. Ein Passwort und ein Weg, um in die Kontrollzentrale zu gelangen. Hört sich schwierig an. Okay. Nee, 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 das wollte ich gerade gar nicht. Nämlich die Karte. Dann sprechen wir mal alle einmal an. Würde ich mal sagen, oder nicht? Aber ich denke mal nur story-relevante Personen, oder? Lauf doch vernünftig, meine Güte. Wo sind denn die story-relevanten Personen? Nein, ich verwechsel mal die Tasten. Sechster Flur? Er hätte Moja dann da oben sein müssen. Wo war die denn? Ah ne, die Frau müsste im sechsten Flur sein. Aber ich sehe sie nicht. Hätte ich hier drin? In der Spielhalle? Weil der Schwachsinn ist, weil in der Spielhalle ohne Strom, ne? Doch, da ist er. Mr. Kai davon geredet, wie er die Marke Utaku auf der ganzen Welt vertreiben will.
Also, ist Utaku jetzt auf Fett geschrieben? Da ist die Treppe. Los, runter. Muss die anderen alle befragen. War Utaku so fett geschrieben, weil das die Menschheit das Passwort ist? Aber wie sollen wir das wissen? Warte. Karte. Filterflöhe befinden sich ganz viele. Gut, dann geht's da runter. Hey, Kokoro. Was wollte der Mörder durch den Tod von Mr. Ogino erreichen? Die Botschaft weist mit Sicherheit auf etwas hin, das mit dem Mord zu tun hat. Muss auch einen Grund dafür geben, warum das Verbrechen hier in Mirapolis verübt worden ist. Kokoro versucht ernsthaft, die Lösung zu finden. Eine Lösung zu finden. Ich sollte ihn besser nicht stören. Colin, findest du nicht, dass die Sache mit dem Stromausfall stinkt? Stromausfälle riechen nicht, wissen Sie? Du weißt, was ich meine. Vielleicht sollte dadurch etwas verheimlicht werden. Und sechster Sinn als Detektiven sagt mir das. Oh, was tun Sie? Ich habe geschlafen, um inspiriert zu werden. Wie Detektiv Mori. Es war das Werk des Täters, der meine Dienstmädchenkleidung gestohlen hat. Hey, das geschieht, wenn ich ihn betäube. Und in die Sache selbst... Und die Sache selbst in die Hand nehme. Egal, niemand kann im Schlaf Schlüsse ziehen. Ich muss dem Stromausfalle auf dem Grund gehen. Wir sehen uns, Conan. Du bist doch noch da, oder nicht? Eli hat bestimmt das Passwort. Ja, ja. Tun Sie das. Dann überlasse ich Ihrer Beurteilung. Okay, wiederhören. Oh, das ist wirklich ein cooles Handy. Eine erfolgreiche Frau sollte dies ihrem Besitz widerspiegeln. Wenn ich mich nicht in die Arbeit stürzen könnte, würde mich der Schock dieses Vorfalls übermannen. Die Chefsekretärin zu sein, ist sehr prestigeträchtig. Aber andererseits bin ich bloß seine Bedienstete. Hört sich hart an. Neu. Die hat echt nichts zu sagen. Keiner hat was zu sagen. Dann gehen wir mal wieder nach unten. Ups. Sorry. Wen haben wir denn hier so Wichtiges? Das ist Heiji. Hey Kai, lass mich Mr. Kai im Auge behalten. Ich brenne darauf, meine Kendo-Künste testen zu können. Jemand wie ich wird von einem Schüler beschützt. Was wollen Sie damit sagen? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ne? Ist irgendwer Wichtiges? Ja, du. Das Passwort für die Kontrollzentrale? Wie könnte es lauten? So wie ich meinen Mann kenne, ist es so etwas wie John. John. Wieso sollte es John sein? Auf jeden Fall ein Name, oder was will sie damit sagen? Also... Wo ist der Typ jetzt auf der ersten Etage? Hab ich ja gar nicht gesehen. Das soll aber hier sein, ne? Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er ja. Das Passwort für die Kontrollzentrale? Ich kenne es nicht. Aber so wie ich Mr. Kai kenne, wird es Geld lauten. Das bringt mich ja echt
viel weiter. Irgendwer muss es doch wissen. Eigentlich kommt mir diese Sekretärin faul vor. Ja, ich meine eigentlich, logisch, eine Sekretärin müsste das doch ungefähr wissen, oder? Sag was noch, bitte, bitte, bitte. Nein! Da ist auch noch ganz viele Leute, vielleicht weiß da einer das Passwort. Ist übrigens sehr nervig, dass man jetzt immer laufen muss, die Treppen. Ah ja, schadet ja nicht großartig, ne? Hm? Gut. Hat keiner mehr was Wichtiges zu sagen, oder wie? Vielleicht muss ich noch andere fragen als die story-relevanten Personen. Zum Beispiel den hier. Nein, kein Plan. Kein Kind vielleicht. Nö. Wieso können wir nicht einfach Mr. Kai direkt befragen? Der muss auch das Passwort kennen, oder? Nein. Der sagt auch dasselbe. Mo, die sagt häufig verschiedene Sachen. Sie sagt einfach nichts. Da ist auch eine Tür dahinter. Warte, ich übersehe die Tür direkt neben dieser hässlichen Fotze. Entschuldige das. Komm jetzt da rein? Nö. Wen soll ich denn noch fragen, Herr Je? Es kennt offenbar keiner. Tut mir leid.
Was soll ich denn tun? Das kennt doch offenbar keiner, dieses verdammte Passwort, ey. Oh, der hat uns auch einen Hinweis gegeben. Sagt die noch was? Der hat uns eigentlich noch gar keinen Hinweis gegeben. Utako. Warum das so fett geschrieben ist, oder einfach nur um herauszuheben, dass es ein Markenname ist. Okay. Das haben wir jetzt drei Hinweise. John, Geld und Mirapolis. Dass uns Mr. Kai nicht bestätigen möchte direkt. Dann weiß es doch die Sekretärin, dachte ich. So denke ich zumindest. Jetzt bestätigen wir uns bitte endlich, dass es das Passwort ist. Nein, die sagt einfach nichts. Niemand weiß es. Niemand sagt es. Was soll ich denn tun hier? Soll ich doch mal die ansprechen oder was? Oh. Oh. Moment, sie hat doch gerade auch bestätigt, dass Megumi das kennt oder nicht. Die Sekretärin. Also lag ich damit richtig. All diese... Diese verdammte... Nein, kein... Ich glaube, das Passwort für die Kontrollzentrale, das dürfte Utako lauten. Aber der Wartungstechniker hat gesagt, dass die Schleusen dicht ist und niemand hinein kann. Mo erschien aufgeregt und redet darüber, wie man in den Raum kommt. Aber der Wartungsmann ignorierte sie. Ich wusste, sie kennt es. Ich musste einfach nur einen dieser komischen Angestellten fragen, die da meinte, ja, bestimmt kennt das Megumi. Darauf bin ich auch schon gekommen, aber wieso darfst du es dann vorher nicht sagen? Ich meine, Con kann auch selber Schlüsse ziehen, oder? Du musst doch da nicht irgendeine scheiß... irgendeinem Typen hinter einem Schalter trauen, der dafür auf... Also der darauf aufpasst... Oder sie... Eine Frau trauen, die darauf aufpasst, dass nicht zu viele Leute bei einem Curlingfeld reingehen. Jetzt bin ich gespannt. Wo soll ich das reingeben? Dort vielleicht? Interessant, und wo soll ich das jetzt eingeben? Gut, irgendwie kommen wir immer noch nicht weiter. Also quasi ich nochmal die story-relevanten Personen an. Wenn das schnell laufen würde, könnte ich das auch noch machen. Das ist ein Rumgelaufen, ey. Aha, Mori, du weißt eh nichts.
Quasi melde ich nochmal an. Colin, hör zu, ich habe einen Weg in die Kontrollzentrale gefunden. Da drüben ist ein Schacht. Wenn man ihn wie ein Spion benutzt, könnte man den Stromausfall endgültig beenden. Er ist allerdings zu eng für mich. Wo ist ein Schacht? Da drüben ist ein Schacht. Wie ein Schacht. Wo ist einer? Oben oder was? Hä? Okay. Jetzt wird's interessant. Ein Schacht. Also ein Kind passt da ja wohl durch, ne? Also richtige Größe für Conan, oder nicht? Tatsache. Da oben ist einer, aber den kann man nicht sehen. Die Hosenträger. Ich packe es nicht. Die gibt's ja auch noch. Ah, die Fliege, die kommt auch vor. Jawoll! Meine Untersuchung hat bisher ergeben, dass einige zwölf Jahre alte Zeitungsartikel über Vorfälle und eine Nachricht an Mr. Kai bei den beiden Opfern hinterlassen wurden. Stammen diese Botschaften vom Mörder? Wenn ich herausfinde, warum Mr. Kai die Zielscheibe ist, finde ich auch die Spur zum Mörder. Oh, nicht dieser verdammte Stromausfall weg. Okay. Dann befragen wir mal Leute.